Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. Ich bin hier gerade 3 Minuten durch die Gegend gestiefelt, ohne zu merken, dass mein Mikro stumm geschaltet war. Und deswegen sind wir jetzt schon aus diesem Turm wieder raus. Da ist ein Wolf. Ich hätte jetzt fast was anderes gesagt, aber wir lieben Wölfe. Nur nicht, wenn sie uns umbringen wollen. Also, ich habe gerade über den Staudamm gesprochen. Es ist jetzt fast 1,5 Jahre her, dass ich das Spiel angefasst habe. Ich gehe davon aus, dass ihr genauso eine beschissene Erinnerung habt wie ich. Und deswegen tue ich jetzt mal so, als hätte ich die letzten 3 Minuten nicht vollkommen sinnlos gelabert. Und wiederhole das einfach nochmal. Der Staudamm. Da müssen wir hin. Das weiß ich noch, weil ich vorher zufällig die letzten Videos, die auf meiner Festplatte rumgelegen haben, geschnitten habe und dementsprechend so ganz leicht auf dem Laufenden bin. Nicht wirklich, aber ein bisschen. Es gibt eine Map, das weiß ich noch. Was ist hier hinten? Vorratskiste. Finde das Vorratsversteck am Eingang zum Rätselsee. Stellen Vorräte versteckt, die meisten stammen von ihren Campern, eine wurde von Preppern angelegt. Oh. Und da, na, ich habe halt schon ganz schön viele Vorräte. Wir haben ja gerade gesehen, dass ich, habt es nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass ich nicht mal mein Buch mitnehmen konnte, ohne überladen zu sein. Deswegen lassen wir das erstmal. Vielleicht können wir das später noch brauchen. Alter, ich habe gerade so ein Hecheln im... Oh Gott. Im Kopf gehabt, im Ohr gehabt. Ich dachte jetzt, es steht gleich ein Wolf hinter uns. Also, der Staudamm. Der Staudamm ist zumindest früher im Game, als es noch nicht so lange existiert hat, ein gefährlicher Ort gewesen. Das ist der entgleiste Zug. Bei dem waren wir schon mal, ne? Und wo müssen wir nochmal hin? Da hoch. Das ist der Rätselsee. Die Frage ist jetzt halt, ich glaube, es ist... Ja, es ist Mittag. Naja, okay. Wir schauen mal, wie weit wir kommen, denke ich. Und sonst müssen wir halt neu laden. Genau, weil es früher im... Jetzt entspann dich doch mal hier. Bist ja nur... Also das waren ja kein Meter, was du da runtergestützt, also gehüpft bist. Früher in... Ich glaube, da war es noch Alpha oder so. Gab es in dem Staudamm eine Zufallsbegegnung. Naja, Schnauze. Mit einem gewissen Wolf. Dieser Wolf hieß Fluffy, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war schwierig, weil der halt da sein konnte und einen gefressen hat. Oder er war nicht da und man hatte seine Ruhe im Staudamm. Jetzt wäre es natürlich ganz praktisch, wenn das im Game selbst nicht der Fall wäre. Also man seine Ruhe hat, aber ich will jetzt mal nicht davon ausgehen. Was haben wir hier? Ach, da waren wir schon. So eine Fackel? Naja, haben wir eigentlich auch noch genug, ne? Also könnte es durchaus sein, dass wenn wir den Staudamm betreten, wir dem guten Fluffy begegnen. Mal ganz abgesehen von dem riesigen Bären, der hier noch rumläuft irgendwo, ne? Mensch, du, da freut man sich. Himmel. So, ich muss zwischendurch immer mal wieder so... Ist das? Nee, das ist ein Stein, ne? Ich muss zwischendurch mal immer wieder Kaffee trinken, damit er nicht kalt wird. Also jedenfalls könnte das noch echt witzig werden. Je nachdem, wann diese Folge rauskommt... Ich hatte eigentlich vor, die diese Woche noch zu releasen und es ist jetzt der 2. April, also müsste sie spätestens morgen erscheinen.
Oh, ich liebe die Musik und die Atmosphäre von diesem Spiel einfach. Es ist so genial. Es ist eins der wenigen Survival Games, die mich wirklich packen, ne? Wo war ich? Oh, ich lasse mich einfach zu leicht ablenken. Ist ja furchtbar. Ich habe meinen Faden verloren. Shit. Keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte ich die Folge... Ach, genau, ja. Ich habe nämlich, nachdem ich jetzt ein bisschen freie Zeit habe, das nächste halbe Jahr, und nicht mehr so extrem eingespannt bin, beschlossen, einem meiner früheren Lieblingshobbys mal wieder nachzugehen, nämlich diesem hier. Aufnehmen und Let's Plays und so. Oh, hallo Freund. Ja, das ist gut. Genau. Und dementsprechend habe ich... Ja, sind noch 53% okay. Gewehrmunition. Ja, die brauchen wir halt schon auch, ne? Ich guck mal, ob wir irgendwas reparieren können, obwohl wir das wahrscheinlich letztes Mal noch schon gemacht haben. Auf jeden Fall habe ich die letzten Folgen Thimbleweed Park rausgehauen. I'm gonna have to leave something behind. Ja, ja. Die ich noch im Backlog hatte. Und... Ach, wir haben halt auch zwei an, ne? Plus 1,5 plus 0,8. Da haben wir noch zwei Unterhosen an. Das ist in Ordnung. Genau. Und das ist die, die wir gerade... Ich will die nicht reparieren. Ich möchte die gerne zerlegen. Da. Und auch die letzten Folgen Long Dark geschnitten, die ich aufgenommen und nie bearbeitet habe. Wir sind immer noch überladen. Okay, aber wir müssen was essen. Was wird denn schlecht? Das ist noch 93. 70%. Ja, komm, ist das. Und hoff, dass du keine Vergiftung bekommst. Das hat nicht viel gebracht. Genau. Das brauchen wir nicht. Du bist bei 50%. Und das andere Beef. Ne, die Pfirsiche sind auch bei 50%. Somit ist alles aus meinem Backlog jetzt online. Oh fuck. Und das ist hoffentlich dann. Wonder if this is any good to eat. Ja. Nehmen wir alles mit. Metallschrott, nee. Jetzt weiß ich wieder, warum ich das Beef Jerky nicht mitgenommen habe letztes Mal. Oh Mann, das ist schon bald. Eisenbahnplatz. Ladeplatz. Und es ist Zeit für was Neues, hätte ich gesagt. Jetzt ist es schön, wie ich auch einfach versuche. Wisst ihr, ich habe irgendwie so die Angewohnheit, das ist mir auch selber schon aufgefallen. Da müsst ihr mich nicht unbedingt darauf hinweisen. Oh, unangenehm, ey. Ich weiß, dass ich die Angewohnheit habe, einfach Dinge, die man innerhalb von drei Sätzen erklären könnte, in die Länge zu ziehen, sodass ich damit 10 Minuten füllen kann. Das ist ein bisschen unangenehm. Auch für mich selbst, weil ich halt merke, dass ich bullshitte, aber was soll ich machen? Es ist halt einfach so. Ich hatte eigentlich gehofft, dass hier irgendwo so ein Gebäude ist, ne? Kann schlecht im Dunkeln hier irgendwo durch die Gegend latschen. Ich habe halt auch ein bisschen Schiss. Nee. Hab halt auch ein bisschen Schiss, jetzt gleich sofort in diesen Staudamm zu gehen, aber halt am Ende ist da nicht nur der Wolf drin, sondern auch der Bär und dann wird's halt echt bitter, ne? Oh mein Gott. Oh, jetzt.
fängt es auch noch richtig an zu schneien. Das ist ja angenehm. Also ich bin ja ein ausgewiesener Wintermensch, ne? Ich mag es, wenn es kalt ist. Aber so langsam friert es mich, wenn ich das hier sehe. Boah, wir sind eigentlich bald da. Es lohnt sich jetzt nicht, nochmal irgendwie zurückzugehen oder so. Das wäre Quatsch. Wenn wir den Schienen folgen, dann dürfte es auch nicht so schwer zu finden sein. Ich habe halt Schiss, dass jetzt irgendwie gleich... Oh mein Gott, so ein stressiges Spiel, Alter. Ich spiele jetzt eine Viertelstunde, inklusive der Zeit, die ich nachher rausschneiden werde, aber... Ihr wisst, was ich meine. Ich spiele gerade mal eine Viertelstunde. Ich bin jetzt schon maximal gestresst. Warum ist denn hier kein Schnee auf den Schienen? Das ist ja fast, als würde hier noch Zugverkehr herrschen. Ich meine, nicht auf den Schienen laufen, ist vielleicht schlauer. Carter Hydro Energy. Oh, ein Auto. Eine Hütte. Oh. Carter Dam. This place has seen better days. Alles hier hat bessere Tage gesehen, Junge. Hope I can still eat this. Ja, ja. Wir gehen gleich da rein und werden uns ein kleines... Ja, wobei, so kalt ist uns gar nicht, ne? Aber so viel Zeit haben wir halt auch nicht. Ich habe die ganze Zeit irgendwie so ein Hecheln im Ohr. Auch wenn es wahrscheinlich nur der Wind ist. Unloading Zone ahead. Wahrscheinlich muss ich da rein. Und ist abgeschlossen. Na, dann muss ich mir wohl die Gebäude erstmal anschauen. Wir hatten, glaube ich, noch keine direkte Konfrontation mit einem Wolf. Aber das wird sich wahrscheinlich nachher ändern. Was ich persönlich ja eher unangenehm finde. Okay, wir können da nicht rein. Das ist dann auch blöd. Ah, doch, da. Haha. Ist mal direkt vorbeigelaufen. So, ich werde versuchen, die Folgen so auf 20, 25 Minuten Folgenlänge zu beschränken. Aber man weiß ja nicht, was so passiert. Das sind auch Fäustlinge. Was ist da drin? Erste-Hilfe-Set. Das ist alles wichtig. Wer soll es denn brauchen außer uns? Ups. Warum habe ich denn so viel Shit dabei? Ja, weil ich es halt brauche, ne? Weiß man halt auch nie, was man... Was ist das? Getragene Fließkappe. Ich muss irgendwas ablegen. Och Mann, das ist so unfair. Ich will alles mitnehmen. Brauche ich die Fackel? Kann ich das nicht wegwerfen? Ablegen. Improvisiertes Messer. Ich finde es immer noch scheiße, dass wir das Messer aus dem alten... Die Dose. Aber habe ich nicht einen Topf oder so? Mit dem ich Zeug schmelzen kann? Habe ich nicht einen Topf? Ich dachte schon. Sieht schlecht aus. Habe ich den... Oh Gott. Das wäre ja richtig fatal. Ich habe wohl keinen Topf mehr. Egal, dann ablegen, ablegen. Und den Rest nehmen wir... Ach, die Handschuhe. Was ist da drin? Nichts. Es ist noch nicht Sundown, also... Oh, es speichert. Das ist, finde ich, jetzt unangenehm, um ehrlich zu sein. Es
halt die Frage. Wir müssen, glaube ich, in das abgesperrte Gebiet rein, um in das abgesperrte Gebiet rein, um zu dem. Ich muss mal das Spiel ein bisschen leiser stellen. Um zu dem Staudamm zu kommen. Was ist denn hier hinten? Ich möchte natürlich auch Sachen erkunden und so, aber man hat halt immer so. Also es ist halt sehr gefährlich. Das ist ein bisschen unangenehm. Infektionsrisiko. Wo bin ich jetzt? Ach, in so einer Baracke oder so. Oh, ein Schlüssel. Warnung an die Wintercrew vom Briarhouse. Wir wissen, dass sich einige von euch in ihren Pausen und ihrer Freizeit gerne im Damm aufhalten, aber die gesamte Anlage ist und bleibt gesperrt. Dieser Ort fällt langsam auseinander. Es ist gefährlich, ihn zu betreten, besonders den unteren Staudamm. Und falls das als Grund nicht reicht, wenn ihr euch darin verletzt, zahlt unsere Versicherung nichts. Ihr könnt also keine Hilfe erwarten. Vorarbeiter Crew 17. Okay. Muss ich das mitnehmen? Nö. Könntest du irgendetwas lernen? Irgendwann was lernen. Okay, also ich kann es nicht. Auf dem Schlüssel stand noch irgendwas drauf. Aber stand wahrscheinlich auch nur, dass das für das Gelände ist. Kann ich Angelzeug? Verletzte Pelzjäger? Hier. Der Schlüssel. Untersuchen? Okay, nö. Da ist nichts. Notiz des Nachbarn. Wir haben Molly gefunden. Alles war sehr erleichtert. Vielen Dank, dass du uns bei der Suche geholfen hast. Aber. Und abgesehen, ich weiß, dass du dir liebst niemals einen Wolf erschießen würdest, aber sie sollten laute Geräusche hassen. Vielleicht kannst du sie mit deiner Signalleuchte behelfen. Pass auf dich auf und besuche uns. Du solltest nicht zu viel Zeit alleine verbringen. Okay. Okay, also ich weiß jetzt. Untersuchen. Okay, also laute Geräusche machen ihnen Angst. Das ist natürlich gut zu wissen. What have we here? Nice. Okay. Gut, 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 gut. Und aufmachen. Mach's kaputt, Alter. Braucht kein Mensch mehr. Hallo? Geil. Geil. Too much stuff to carry. Ja, ja, alte Klappe. Sei froh, dass du überhaupt irgendwas carryen kannst. Ich glaube, ich spiele sogar auf einfach, kann das sein? Auf jeden Fall brauchen wir jetzt was anderes zum Anziehen. Ich habe keine Accessoires, na Mensch. Oh, wir sind nass. Nee, der Pulli war das. Grad. Geil. Anziehen. Oh, nur 0,9 Grad. Naja, okay. Naja, okay, gut, dann. Dann waren die anderen, die Handschuhe jetzt nicht so toll, aber. Es braucht auch nichts geflickt zu werden, ne? 99%. Die vielleicht reparieren. Ich werde nicht im Dunkeln in diesen Staudamm gehen, ne? Das ist euch hoffentlich klar. Als ob. Okay, das geht alles noch. Die Schuhe.
Können wir die Schuhe reparieren? Nö, oder? Aber wir können den restlichen Kleidung zerlegen. Also, was haben wir an? Das haben wir an. Also können wir das zerlegen. Upcycling nennt man das heutzutage, glaube ich. Den Witz habe ich safe auch schon 100-mal gerissen. So. Friends, wir sind schon wieder am Ende der Folge, glaube ich. Also minus die 3 Minuten, die ich vorher... Es hat gerade geklopft, Alter. Ich bete, dass das hier in meiner Wohnung war. Also in einer anderen Wohnung nebenan. Oh mein Gott. Wenn hier im Spiel irgendwas geklopft hat, dann raste ich aus. Aber ich glaube, es war hier. Wir sehen uns nachher. Dann, ciao.